Ein herzliches Willkommen. Hier die Fachleitung an 87443, bitte kommen. 87443 hört. Ich weiß, du hast bald Feierabend. Also noch ein paar Infos zu deinem letzten Schichttag heute. Zunächst fährst du noch die Ortenau-S-Bahn nach Offenburg. Wie du siehst, ist immer noch viel los. Aber es ist Freitag und wir haben das 9-Euro-Ticket. Da besucht man mal eben zum Shopping Straßburg. Mit einer Einheit des Regio-Shuttles kämen wir da echt nicht aus. Nun gut, jetzt zurück nach Straßburg. Melde dich dort bei mir und ich sag dir, wann es weitergeht. Bon voyage. Ja, und damit herzlich willkommen. Alles klar, merci beaucoup. Also in Offenburg melde ich mich dann. Bis dann. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transimulator 2022. Der Danny spielt das. Wie ihr seht, fahren wir einen kleinen oder einen etwas ungewöhnlichen Zug hier in Straßburg. Ja. Ich werde euch gleich zeigen, worum welchen Zug es sich handelt. Ei, 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 ei. Während neben uns der TGW-Ausfahrt hat. Wunderschön. Das ist unser Zug. Doppeltraktion. Baureihe 650. Ersatzzug. Und ich merke gerade, wir haben falsche Spitzenbeleuchtung an. Das ist doch scheiße. Entschuldigung. So sieht's besser aus. So. Entschuldigung. So, wir dürfen 60. Zwar stammt dieses Szenario aus der neuesten Fahrzeit von 3D-Zug. Nennt sich Bonus Ortenau S-Bahn. Wir haben eine Vormax von 80 km/h, sehe ich gerade. Das heißt, wir dürfen gar nicht 90 fahren oder gar 110. PCB und SIFA hat dieses Fahrzeug, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall habe ich es nicht eingestellt bekommen. So, wir fahren über Krimmeri, Kiel, Kork, Lengelshurst, Appenweier und schließlich Offenburg. Und jetzt auch gleich schon bei unserem ersten Halt in Krimmeri. Oder Krimmeri. Krimmeri, Mainau. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, Krimmeri. Krimmeri, Mainau. Sortie à gauche dans le sens de la marche. Ja, so lernt man ganz nebenbei noch ein bisschen Französisch. Was gar nicht so schlecht ist für die Jugend, die vielleicht noch Französisch lernen wollen. Schaut euch dieses Video an. Und ihr habt die besten Voraussetzungen. So, jede Menge abgestellte TGVs. Wunderbar. So, unsere erste Station schon erreicht. Wunderbar. Ein bisschen weiter können wir noch. So. Öffnen die Türen. Wunderbar. Dann schauen wir uns unseren Zug mal hier an. Ist wie gesagt die Baureihe 650.
SWE 87443 Straßburg-Offenburg. Triebfahrzeug RS1, Baureihe 650. Wunderbar. So sieht's innen aus. Im Fahrgastraum. Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Fahrscheine bitte. Danke. Sie auch. Danke, vielen Dank. Guten Morgen, guten Tag. Fahrscheine bitte. Ja, danke, danke. Ach, 9 Euro Ticket. Sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank. Wir haben auch das 9 Euro Ticket. Vielen Dank, vielen Dank. So, gehen wir mal wieder raus. Gehen wir mal in den nächsten Wagen. Guten Tag. Fahrschein bitte. Vielen Dank. Guten Tag. Fahrscheine bitte. Ach, 9 Euro Ticket. Sehr schön. Guten Tag. 9 Euro Ticket bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Da wünsche ich Ihnen noch eine angenehme Fahrt. Wollen wir uns mal wieder zum Lokführergesellschaft gesellen hier. So, Kollege, ich habe alle kontrolliert, haben alle gültigen 9 Euro Ticket. Wir können dann gleich die Fahrt unvermittelt fortsetzen. Wir liegen gut im Fahrplan. Mach weiter so. So, dann setze ich mich mal hier hin. Genau. So. 120 darf dieses Fahrzeug fahren. 45 Tonnen bis 50 Tonnen schwer. Stadler. Pankow. Attention all train. Ach, wenn mir das jetzt jemand übersetzen kann, gerne. Grimerie Mainau in Frankreich. Sehr, 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 sehr schön. Oh, schaut euch mal diese Uhr an. Auch schön, oder? Nicht immer dieses Standard, sondern mal was ganz was anderes. Die sieht doch stylisch aus. Mega. Ja, so sieht es hier überhaupt aus, allgemein. Grimerie. Jetzt nicht das große. Ey, da steht ein Stadion, oder sehe ich falsch? Es ist ein Stadion. Ja, mega geil. Das habe ich ja noch nie gesehen in Train Simulator. Geil. Straßburger Stadion, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Grimerie ein eigenes Stadion hat. Das ist ja mal mega. Absolut genial. Ach. Wunderbar. Wunderbar. Entschuldigung, gerade ein Kratzen im Hals. Dann, da stehen jede Menge TGVs. Das steht selber. 1, 2, 3 an der Zahl. 1. War mehr sogar. Doppeltraktion. Mega schön. So, wir haben Ausfahrt. Auf geht's. Nächste Station, Kehl. So, ich fahre jetzt frecherweise einfach mal ein bisschen schneller als 80. Ich hoffe, das ist okay. Ei, jetzt bin ich aber viel zu schnell. Jesus Maria. Zurück, zurück.
Ah, kommt doch schon der Gegenzug entgegen. Dreifachstraktion, auch nicht schlecht. Bin aber gespannt, wann die Landesgrenze kommt, beziehungsweise Staatsgrenze. Halt Kiel. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Prochaine Halt Kiel. Sortie gauche dans le sens de la marche. So, jetzt sind wir auch einigermaßen pünktlich. So, ich wollte mal eben was schauen. Nix. Ah, sehr schön. So, Abfahrt. Nächste Station, Cork.
So, dann dürfen wir gleich alles rausholen, was die Karre schafft. So, 127, dann Schluss. Er schafft einfach nicht. Aber ist auch völlig ausreichend für den kleinen Triebwagen. Nächster Halt, Cork. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Prochaine Arrêt, Cork. Sortie à droite, Renaissance de la Manche. So. Geht's. Interessant alles. Wunderschön. So, dann sind wir auch gleich schon in Legels. Oder Legelshurst. Hurst, wie auch immer. Ich habe den Ort noch nie gehört. Dann sind wir schon fast in Offenburg.
Abstieg in Fahrtrichtung rechts. Prochaine Arrêt, Ligelshurst. Sortie à droite dans le sens de la marche. So, jetzt habe ich es gehört, es heißt wirklich Ligelshurst. Dann habe ich ja nichts verkehrt gemacht. So, und jetzt achtet gleich mal auf die Spiegel. Sie werden sich nämlich gleich anlegen, sobald wir losfahren. Also auf die Außenspiegel. Solltet ihr euch gleich mal drauf konzentrieren. So, auf geht's. Zack, da legen sie sich an. Habt ihr gesehen? Man musste wirklich genau hinschauen, aber man hat's gesehen. Wunderschön, wunderschön. Nächste Station, Appenweier. Müsste doch eigentlich schon in Deutschland sein, oder? Ich habe das jetzt gar nicht so richtig mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. Station Appenweier. Ausstieg in Fahrtrichtung links. 60.
Wer weiß, wo es da links hingeht, der Abzweig? Wer kann es mir sagen? So, wären wir schon in Appenweier. Ich finde, das ist ein sehr schöner Zug. Nächste Station, Offenburg. Endstation. Gerade noch gut gegangen. Und gib ihm 6 Kilometer lang Vollgas, wobei bei 127 Schluss ist. Oh wow, Überholung! Güterzugüberholung, wie geil! Das ist doch mal mega. Parallelfahrt und Überholung. Mega! Geil. Richtig geil.
So, dann wären wir gleich schon in Offenburg. Dann ist dieses süße kleine Szenario zu Ende. Das sich dann nennt Bonus. Nächster Halt, Offenburg. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Rochelleray, Offenburg. Ce train s'arrête là. Tout le monde descend, s'il vous plaît. Sortie à droite dans le sens de la marche. Ja, ja, Französisch. Eine sehr schwierige Sprache, wie ich finde. Vorsichtshalber 50 runter, besser ist. Nein! So und so trudeln wir ganz gemütlich und gemächlich in den Offenburger Bahnhof ein. Wunderschön. Oh Mann, ist hier viel los. Das 9-Euro-Ticket lässt grüßen. So, öffne die Türen. Ich würde sagen, die Kiste erstmal aus. So. Das war's mit dem kleinen Szenario und mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich habe euch jetzt so ein bisschen den Zug vorgestellt. Ja. Es wird noch weitere Szenarien aus diesem Fahrzeugpack geben, beziehungsweise aus dem Fahrzeugpack. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu, macht's gut, ciao, servus und tschüss, bis zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Euer Dedin spielt das. Ciao, servus und tschüss. Hier 87 443 an die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Die Fahrdienstleitung hört. Ich bin soeben in Offenburg mit den Regio Shuttles angekommen. Ja, du hast ja noch was für mich, oder? Okay, du kriegst jetzt einen Güterzug Richtung Karlsruhe. Meld dich bei Ralf, der bringt dich zum Zug. Und wir voneinander. Ja, alles klar. Ich sehe ihn. Dann bis später.